Die Kulturen wirklich nicht, aber wir passen sehr gut zusammen. Ja, ich habe wieder so eine Richtung bekommen in meinem Leben, die vorher sehr chaotisch war. Wenn du wirklich verliebt bist, dann kennst du kein Hindernis. Take my hand. Take me anywhere. As long as you are there. Take my hand. Liebe fragt nicht nach dem Pass. Liebe kann grenzenlos sein. Liebe nimmt uns an der Hand und schon sind wir hin und weg. Das sind Schweizer Liebesgeschichten aus aller Welt. Forever you and me. Amerika. Unendliche Weite, unbegrenzte Möglichkeiten, so kennen muss. Aber was bedeutet Amerika, wenn man sein Leben in der Schweiz geplant hat und jetzt wegen der Liebe hier wohnt? Seit ein paar Tagen bin ich mit der Familie von Thomas Dummermuth unterwegs. We're here. Der Thomas hat sich vor 12 Jahren in Jennifer verliebt. It's a little hot and cold, but it's gonna be all right. Can you show Mona how to get in? Nach dem üblichen Hin und Her und den Ankunft besuchen, ist der Pfarrer aus dem Emmental in der Heimat von der Jennifer zu Nebraska gelandet. Hallo! Hallo! Die Eltern von der Jennifer wohnen Hallo? Auf dem Land. Heute sind wir bei ihnen eingeladen zum Fischen und zum Barbecue. Hey, where's your brother? Where's Jonah? Where did Jonah go? Raleigh. I'm Mona. Der Rolly macht schon mal alles bereit für den Ausflug und der Thomas will mir noch rasch etwas zeigen. Das ist Garage. Das ist Garage, genau. Und was ist genau die Bedeutung von einer Garage? Oder bei uns hat man das Gefühl, in einer Garage tut man parkieren. Ja, Garage hier für amerikanisch mal ist die Hölle. Das ist Rückzugsgebiet. Nicht die Hölle, sondern die Hölle. Die Hölle, genau. Und da schauen sie Games und trinken ein Bier oder so und jetzt genug und das Ganze eingerichtet. Und hast du auch eine Garage? Nicht so. Ich bin eben nicht so der Typ. Das stimmt vielleicht, weil mich, vielleicht hätte Jen eben nicht so einen wollen. Aber vielleicht hätte ihren Vater gerne so einen Schwiegersohn wählen. Das ist ein guter Punkt. Ja, das ist ein ich guter Punkt. Tue ihn dann noch fragen. Ah, oh, wow! Siehst du, was ich meine? Ja. Siehst du, was ich meine? Ja. Also das ist Fleischverarbeitung, da wird wo, was da? Da hier, das ist Fleischwolf, oder? Du das selber metzgen, oder? Du selber metzgen, natürlich gefriere ich. Und nachher hat es da all die Smokers und Sachen und Leck. Selber gejagt und ja. Yeah. Leck du mir! Die hat er alle selber geschossen? Ja, ja. Das ist wirklich, das ist eine eigene Welt, he? Wie ist das gewesen, weißt du, das erste Mal? Also in ihre Familie reingekommen bist und das alles mal so gesehen hast von euch? Ja, es ist wirklich eine fremde Welt, oder? Also aber in dem Sinn ist auch etwas, wo man das Gefühl hat, man kennt den Ami und nachher vom Alltäglich her kennt man sie doch überhaupt nicht. Das ist wirklich doch auch etwas Exotisches. Ja? So eine Garage, das ist der eine Teil vom idealtypischen Lebens in Nebraska. Teil 2 ist ein eigenes Stück Land mit einem Schopf, ein paar Bäumen, Wiesen und einem Teich, wo man machen kann, was man will. Sozusagen die amerikanische Variante des Schweizer Schrebergarten. The water pump? Yeah, yeah, yeah. Ah, I see. That's what gets the water back up. Yeah, yeah, yeah. I drained it because it was going to freeze last night. Aha. You see, here's the handyman. Er ist der Handwerker. Yeah. Yeah. Und als Schwiegersohn, wie ist Thomas so? What do you think about him? He's a great guy. Er ist großartig. Er schaut gut zu meinen Enkeln. Ein guter Junge. Ich liebe ihn. Yeah, love him. Die Enkel Micah und Jonah sind schon am Fischen. Hat es auch eine Angel für mich? Ich habe leider keine Ahnung vom Fischen. Wirklich? Dann zeigen wir es dir. Okay.
Wie war das für euch, als Jennifer nach Hause kam und euch sagte, dass sie sich in einen Schweizer verliebt hat? Wir sind glücklich, dass sie ihn geheiratet hat, denn er ist ein toller Mensch. Und er ist Pfarrer, wirklich ein super Typ. Man sieht's, dem «wonderful guy» ist es wohl zu Nebraska. Die Familie von Jennifer ist jetzt auch seine. Wait until you catch a fish. Oh, yeah. Hast du schon einen Fisch gefangen? No. Well, not today, hey? Gut sitze ich da, gell? Da tun wir dann einen Untertitel drunter. Drei Stunden später. Oh, he's a big one too. That's a big bass. Good job, Micah. All right. Das ist aber ein großer. Das ist ein Forellenbarsch. Der wiegt 4 Pfund. All right. Good job. Aber gell, Jagen und Fischen, das gehört so zum Masi eigentlich gehört da dazu da. Hier in Nebraska auf jeden Fall, ja. Ja. Dann fallst du aber ziemlich auf, oder? Das sind zwei Disziplinen, aber du jetzt nicht so. Nicht so brillierst. Nein, ich mache eine anständige Beerdigung. Aber das Fischen ist nicht so meins, nein. Heimat. Das mögen die Gewohnheiten sein, Traditionen, Herkunft. Aber Heimat ist eben auch dort, wo ein Mensch mit offenen Armen bei sich aufnimmt. Schön zu wissen, bei Jennifer und Thomas sitzt Lino, ein drittes Kind, auf dem Bänkchen. Die Schweizer Gesetze von dem her sind sehr ungerecht. Also wir sind verheiratet, müssen trotzdem jedes Jahr immer noch wieder einen Antrag stellen für ein Visa. Und weil sie aus einem Drittstaatenland kommt, kostet das noch einmal mehr, als wenn jetzt das ein europäisches Land wäre und ist kürzer gültig. Lange haben sie warten, jetzt ist es bald soweit. Vor gut 4 Jahren haben Janet und Peter in der Schweiz zivil geheiratet. Jetzt holen sie in Kuala Lumpur noch das richtige Hochzeitsfest nach, mit allem Drum und Dran. Natürlich sind auch Peter seine Eltern aus dem Wallis auf Singapur gekommen, Martha und Franz. Für sie ist es eine neue Welt. Mit der Schwiegermutter im Schlepptau gehen sie die Abendgarderobe posten. Martha braucht noch etwas Passendes. Das sollte einfach so ein Mini sein und dann nachher über der Mini ein dünnerer Stoff, durchsichtiger bis da unten, das gefällt mir. Zu viel, dass diese Steine, das ist zu viel, das Schmuck, das ist zu glanzig. Sie haben diese, aber ja. Die Martha weiß, was sie nicht will und der Franz weiß dafür, was er will. Marta, jetzt probier doch mal das. Das ist etwas, was mir gefällt. Aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Ja, das gefällt mir schon, aber ist es gross, witzig? Ah. Nein. Rot ist sowieso besser nicht. Ist besser nicht. Hey, das gefällt mir. Sie hat rot. Peter, seine Braut Janet, hat am späteren Abend ein rotes Kleid an und darum muss für die Schwiegermama eine andere Farbe annehmen. Weitersuchen. Ja, das ist schon schön, aber nicht wirklich. Ich sehe das erste Mal dick. Also, jetzt weiß ich es nicht.
Das ist jetzt super. Ich bin jetzt zufrieden. Martha aus Wasfee hat in Kuala Lumpur auch die farblichen Widerstände überwunden. Bahn frei fürs grosse Fest. Es gibt Hochzeitsvorbereitungen und Hochzeitsvorbereitungen. Ich bin in Russika, wo Sarah Zellweger in den letzten Tagen die Hoffnung schon fast aufgegeben hat, dass sie diese Woche ihren Milan zu Belgrad heiraten kann. Das entscheidende Dokument hat gefehlt. Aber heute kommt oft mal ein SMS. Es klappt jetzt doch. Ich glaube, da sind wir. Hallo, Sarah. Es ist eigentlich schon fast ein bisschen gemein, dass wir dich auch noch stören können, oder an so einem Tag. Jetzt ist es so. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt so schnell geht. Aber eben, was ist denn? Also, weil eigentlich hast du heiraten am Ende dieser Woche. Ja. Und gestern hast du aber noch das Gefühl, du kannst gar nicht gehen. Genau. Und jetzt? Und jetzt sind die Papiere heute doch endlich angekommen. Wo ich also ein riesiges Kabarett hatte, einfach um meine ganzen Unterlagen zusammenzukriegen. Dann können wir das mal anschauen. Also, das sind jeweils ein Original. Das ist das Geburtenregister. Die Schweizer Papiere haben ja auch, die müssen alle überbeglaubigt werden. Da brauchst du eine Apostille. Das ist irgendwie. Was? Das ist so ein Fackel. Was heisst das? Also was heisst das, dass es original, also dass das ein offizielles Papier ist? Das musst, da musst du eine spezielle Überbeglaubigung haben. Also die sind beglaubigt, da musst du eine Überbeglaubigung haben. Und was war das für ein Gefühl, als du heute den Briefkasten aufgemacht hast? Ja, ich hätte schreien, gumpen. Ich habe mich mega gefreut, dass es endlich gekommen ist. Ja. Und jetzt bin ich noch schnell gepostet, damit ich nicht verhungere auf dieser Reise. Weil ich etwa 12 Stunden Auto fahre. Ich musste noch ein Auto wechseln. Ich habe jetzt mein Mann sein Auto, also mein Ex-Mann sein Auto, weil das etwas preisgünstiger ist zum Fahren. Ich muss einfach noch packen. Irgendwie habe ich mal etwas rausgelegt, aber ich bin wirklich noch nicht so weit, wie ich gerne will. Du hast dir noch nicht überlegt, was du so. Doch, natürlich. Doch, natürlich. Ziel wäre die Hose, die jetzt voller Katzenhaar ist. Die Hose und das Oberteil. Also du heiratest jetzt nicht, weißt, in einem traditionellen Kleid oder so? Um Himmels Willen, nein. Hast du letztes Mal? Nein. Nein, das ist nicht mein Stil. Warum muss es denn eigentlich so schnell sein? Weil wir einfach beide nicht mehr wollen, die Distanz haben zwischen uns. Wir wollen jetzt einfach, dass das funktioniert, dass er daherkommen kann, dass er ja, ohne müssen darüber nachzudenken weiterhin. Das ist so, es liegt so dazwischen. Das ist so eine Belastung eigentlich. Ja, ja. Und ein Ring? Hat er recht? Glaube ich nicht. Ich könnte mit Hosenknöpfen zahlen oder so. Nein, glaube ich nicht. Das ist jetzt schon ziemlich schräg, oder? Also, weil jede andere Frau, wenn sie heiratet, plant sie ein halbes Jahr im Voraus. Ich weiss. Mein Problem ist, also eigentlich, wir heiraten wirklich nicht aus Überzeugung, man muss geheiratet sein, wenn man zusammen sein will, sondern weil uns eine Grenze vorgibt, ein Zoll, eine Grenze vorgibt, ihr könnt nicht zusammenleben, ohne dass ihr geheiratet sind. Und wir wollen einfach zusammenleben können. Das ist das Einzige, was wir wollen. Die Liebe fragt nicht nach dem Pass, aber die Migrationsbehörde schon. Sarah lässt sich für ihr neues Leben keine Grenzen setzen. Und darum fährt sie durch. 1200 Kilometer bis Belgrad zu Milan. Wir sehen uns. Wir werden versuchen, von unseren beiden Kulturen das Beste mit einzubringen und dann
Ich hab mal schauen, was rauskommt. So ein Hochzeitsfest in Malaysia, das ist ein Mix aus traditionellen asiatischen Ritualen und ein paar westlich geprägten oder sagen wir neumödigen Begleiterscheinungen. Und dazu gehört der Polterabend der Braut. Andere Länder, andere Requisiten. Die besten Freundinnen von der Jeanette sind parat. Jetzt fehlt nur noch sie selber. Selber staunen, dass die Zuneigung, die ich habe, gegenüber der Rasna, dass die immer noch da ist. Immer noch, es ist wie eine Quelle, die nicht versiegt ist. Und ich staune eigentlich darüber, oder? Weil es hat ja so viel Zeit ist vergangen und es hat euch, oder es hat einen Konflikt gegeben und so weiter. Aber ich staune dann immer wieder, gerade nach einem Streit, dass die Fähigkeit und der Wille und das Bedürfnis, wieder den nächsten Schritt zu machen, wieder die Annäherung zu machen, dass das immer noch da ist. Das ist für mich etwas sehr Erstaunliches und Schönes. Im Winter in Indien, im Sommer in der Schweiz. Seit der Pensionierung von Bernhard leben im Haslis auf zwei Kontinenten. Schon vorher sind sie hin und her gezügelt. Seit 50 Jahren sind sie schon geheiratet. Von allein ist das nicht gegangen. Aber Rasna und Bernhard sind zwei Menschen, die die Sache an die Hand nehmen, wenn es Schwierigkeiten gibt. No. Das gilt für sie privat, aber auch für ihr Engagement in der Öffentlichkeit. Einmal ermöglichen sie die Wasserversorgung für ein Dorf auf dem Land, ein anderes Mal setzen sie sich dafür ein, dass auch die Ärmsten Zugang zur Bildung haben. Mahdi. Heute können sie ein Projekt eröffnen, das ihnen beiden besonders wichtig ist. Das wird so ein kleines Schulhaus für kleine Kinder. Also Kindergarten. Kindergarten. Das war vorher ein Schulhaus und es war verlottert und also, die haben kein Geld mehr gehabt. Wir haben es zuerst mal gebaut und dann der Regierung hat nochmal ein Schulhaus gegeben. Also, und dann haben sie es nicht mehr geschaut. Und nachher, das war verlottert und dann, die haben für Kindergarten wollen und dann haben wir das neu machen. Das ist Lata. Namaste. Das ist die einzige Freude, die Frauen in Indien liegen der Rasna am Herz. Als Paartherapeutin probiert sie, ihnen ein neues Selbstverständnis zu vermitteln. Und mit ihren Stiftungen wollen die Imhaslis die Chancen der Frauen in der Gesellschaft verbessern. Die Rasna nimmt die Frauen aber auch in die Pflicht. Sie sind jetzt verantwortlich für den Betrieb. Das ist sie, Gulab. Das heißt Rose. Gulab wird die Chefin sie verantwortlich und dann sie gibt mir die Nummer und kann sie mir telefonieren. Aha.
kommt. Da würde ich auch kommen. Das neue Schulhaus wird feierlich eröffnet. Und nochmal gibt es mahnende Worte. Die Männer haben es vorher schleifen lassen. Darum sind sie jetzt an den Frauen, um zu zeigen, dass der Schulbetrieb funktionieren kann, wenn man dranbleibt. Ich habe über Serbien überhaupt nichts gewusst. Das ist für mich wie der ganze Ostblock. Das ist irgendwie sowohl in der Schule nicht wirklich vernünftig behandelt worden, noch habe ich mich wirklich dafür interessiert. In der Zwischenzeit weiss Zara einiges mehr über Belgrad und die schwierigen Zeiten, die die serbische Hauptstadt hinter sich hat. Kunststück, wenn man sein Herz hier verloren hat. Und morgen heiratet hier Zara ihren Milan. So, jetzt ist alles gut. Fast. Ich mache mir noch Sorgen wegen morgen früh. Wieso? Nur so. Ich hasse dieses ganze Schminken und so. Ich hasse es, Frau zu sein. Manchmal ist es schwierig, eine Frau zu sein. Dann trink ein Bier und schaue Fußball. Hallo. Hi. Hi, Mona. Hi. Hi. Milan. I'm Mona. Schön, dich zu sehen. Ja, endlich. Finally, ja. Yeah, good to see the both of you, actually. Hi. Und wie geht's? Wir werden es überleben. You will survive. Yes. Yeah, not only survive. Was heißt überleben? Ihr werdet heiraten. Ja! Yeah. Wie ist es jetzt eigentlich mit Trauzeugen? Ja, die sind nicht da. Beide meine Freundinnen sind nicht da. Also die eigentlich hätten sollen Trauzeugen sein? Oh. Ja. Aber mein bester Freund ist gekommen. Dem hast du jetzt einfach gewartet? Ganz spontan. How will, wie sieht die Hochzeit morgen aus? Was habt ihr vor? What will you have to do? Ich werde Ja sagen, die Braut küssen und dann können wir gehen. Vielleicht noch Ringe tauschen? Ja, natürlich. So, was heißt Ja, ich will auf Serbisch? Ich kann nur Ja. Du kannst nur Ja, was heißt das? Da. Bis jetzt hat Zara auf mich total cool gewirkt. Aber jetzt merkt man ihr doch ein bisschen die Anspannung an. Und genau so soll es wahrscheinlich auch sein. Ich liebe auch die Energie, die sie hat. Also sie hat sehr viel Power und bringt mir sehr viel. Und sie ist eine ganz, ganz liebe und wunderschön. Es ist morgen um die 5 Uhr. Aber wegen der Aufregung, dem Jetlag und dem vollen Programm sind die Eltern Feierabend schon auf dabei. Guten Morgen. Hallo. Hast du gut geschlafen? Ja. In der Nacht vor der Hochzeit haben Janet und Peter traditionsgemäß nicht zusammen sein. Janet hat in ihrem Elternhaus übernachtet und Peter bereitet sich im Hotel bei seinen Eltern auf die Hochzeit vor. Was ist denn das? Ja, das ist meine Schiele, aber ich muss warten, bis der komisch Kamera macht. Und weil das müssen wir auf dem Video drauf sein. Ah, das muss auch noch? Ja. Das ist schlimmer wie Prüfung. Die Braut ist schon viel weiter. Janet wird in traditioneller Art geschminkt und zurechtgemacht.
Ich bin ein bisschen nervös. Ich weiß nicht, ob alles gut ist oder nicht, aber ich hoffe, alles wird gut sein. Der Peter wird schon betreut von der Zeremonienmeisterin. Das ist die Frau im blümelten roten Kleid. Als Priesterin sorgen sie dafür, dass das Protokoll von dieser Hochzeit eingehalten wird und sie betet für das Paar. Zuerst küsst jetzt der Bräutigam die Mutter und anschließend den Vater. Bei der Jeanette zu Hause geht es zu und her wie in einem Bienenhaus. Ihren Vater kümmert sich um die spirituellen Angelegenheiten. Die Freundinnen von der Braut sind eher für die weltlichen Vorbereitungen zuständig. Der Peter muss nämlich mehrere Prüfungen und Mutproben bestehen, bevor er Jeanette als Frau überkommt. Und hier taucht der Bräutigam schon auf. Und los geht's mit Schabernack. Liebst du Jeanette? You love her? Ja, dann musst du das hier aufessen. All of it. Yeah. Peter! 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 Stinkfrucht essen, Schnaps trinken. Der Peter tut einem gerade ziemlich leid. Aber hinter dieser Tür wartet endlich seine Liebste. Das letzte Hindernis also. Lao Hei, Bak Go, Go Zan Hai, Yat Sai, Lao Lao Lei Lei. Dann schreibt das Protokoll eine Teezeremonie vor, wo die Bruteltern am Bräutigam ihre Tochter übergeben. Schau gut zu meinem Mädchen. Ich habe viel zu tun. Oh,
you can see your chance. I don't know how to say it in Deutsch now. I cannot say it in Deutsch anymore. I'm sorry. Yeah, it's very Es ist sehr anstrengend, aber auch sehr lustig. Ich bin sehr glücklich, dass wir diese traditionelle Hochzeit feiern können. Ich freue mich jetzt darauf, auch deinen Eltern Tee zu servieren. Die Eltern von Peter warten unterdessen im Hotel. Umdreht wird auf Kommando. Jetzt kommen wir Oh, schön! So sweet. I would like to ask him whether it is sweet, the tea. Can you translate? Erst jetzt, als Martha und Franz den Tee getrunken haben, ist das malaysische Hochzeitsprozedere erfüllt und die Ehe von Jeanette und Peter offiziell besiegelt. Ich hatte schwierige Zeiten. Meine langjährige Beziehung zerbrach und meine Tochter zog in die USA. Ich musste mein Leben von Grund auf ändern. Ich brauchte einen Neustart. Aber jetzt bin ich wieder in der Spur. Back on the track. Es gibt Leute, die sagen, dass eine Hochzeit bei Regenwetter besonders viel Glück bringt. Wenn das stimmt, kommt es für Zara und Milan ganz gut. Heute geht in Belgrad niemand freiwillig raus. Nicht einmal die Tauben mögen fliegen. Wenig deutet darauf ein, dass in diesem Amtshaus jetzt gerade die binationale Ehe zwischen Milan Dimitrijevic und Sarah Zellweger geschlossen wird. Statt einem Himmel voller Geigen gibt es eine Einmarkkapelle, die für ein Nötli probiert, dem Ganzen einen festlichen Rahmen zu geben. Hallo Silvio. Es ist nur eine Handvoll Leute hier dabei. Die Mutter von Milan, Trauzeuge und zwei, drei Kollegen. Das ist die serbische Standesbeamtin. Und zum Glück für Zara ist auch eine Übersetzerin dabei. Guten Tag, willkommen bei unserer Gemeinde Boschdorz. Stimmen Sie Sarah Ezra Zellweger dieser Eheschließung mit Milan Dimitrijevic zu? Ja. Wenn das Glück will, findet es einmal dort, wo noch vor kurzem niemand damit gerechnet hätte. Zum Beispiel am regnerischen Tag auf einem Standesamt mitten in Belgrad. Sarah, all the best. Welcome to the family. Sarah, willkommen in der Familie. Pass gut auf ihn auf. Er ist immer noch ein Baby. Etwas hat mich gleich überrascht.
Jetzt sind wir geheiratet, jetzt sind wir Mann und Frau. Mhm. Du hast sogar Milan seinen Namen angenommen. Mhm. Warum? Weil ich einfach eine altmodische Tante bin und ich finde, das gehört sich so. Ist wahrscheinlich dann in der Schweiz noch schwierig, um den Leuten zu buchstabieren, oder? Ja, das muss ich jetzt herausfinden. Aber andere schaffen das auch, dann schaffe ich das auch. Bei der Sarah und der Milan spürt man die grosse Freude und Erleichterung, dass sie endlich offiziell zusammenleben dürfen. Für sie braucht es keine rauschende Hochzeitsparty mit Hunderten von Gästen. Für mich ist es absolut perfekt, so wie es gelaufen ist. Ja. Perfekt, weil es sehr familiär geblieben ist und doch so einen festlichen Touch hat. Nein, für mich stimmt es absolut. Am Schluss gibt es noch ihr gemeinsames Lied, «Patience». Einfach Geduld haben, dann kommt es schon gut. Für Sarah und Milan hat sich das Warten gelohnt. Ja. 9000 Kilometer weiter im Osten erwarten Janet und Peter für ihre Traumhochzeit rund 400 Gäste. Etwas, das sogar für einen erfahrenen Hotelier wie den Vater Franz alle Dimensionen sprengt. Das ist so. Also, ich habe mir ja viel. Nein, eigentlich nicht so viel von uns studiert. Aber auch wenn ich viel studiert hätte, so etwas ist unvorstellbar. Was sich das Volk hier ausdenkt. Also ich habe wirklich schon viele Hochzeiten erlebt. Aber das Einzigartige geht nicht, oder? Und jetzt ist ein riesiges Volk da. Und ich weiss, dass sie nicht ganz zufrieden sind mit den Schweizer. Sie sind zu wenig da. Starting with the parents of the groom. Du bist wirklich die beste und auch die schönste Frau, Janet. Du bist mein wahr gewordener Traum. Vor 6 Jahren hat er sie in Zürich im Restaurant zum ersten Mal gesehen und heute tanzt er mit ihr den Hochzeitstanz in Kuala Lumpur. Für Peter und Janet ist alles aufgegangen. Give it up one more time for Peter and Janet. It's like a roller coaster of emotions. Es war eine Achterbahn der Gefühle. Ich war gestresst, glücklich, dann wieder paranoid und wieder glücklich. Ich war überrascht und manchmal geschockt, dann wieder glücklich. Noch nie hatte ich so viele Emotionen an einem einzigen Tag. Es war unglaublich. It was amazing. Ich kann mich da nicht mehr anschliessen.
Sie ist ihm sofort aufgefallen, wo sie bei ihm den Deutschkurs besucht hat in Zürich. Mehr als ein halbes Jahrhundert ist es her. Sie haben sich gefunden über alle Grenzen hinweg. Die Grenzen haben Raschna und Bernhard nie als Hindernisse angeschaut, höchstens als Herausforderung. Und darum machen sie auch genau so weiter, offen für alles, was noch kommt. Mit zunehmendem Alter wird es in Indien auch nicht leichter, oder, zum Leben. Ist es für die beiden dann eine Option, um für immer in die Schweiz zu ziehen miteinander? Absolut. Ja. Zusammen will sie nicht. Wieso? Ja, weil Raschna... Willst du mich verlassen? Nein, aber ja, für ein paar Monate jeweils schon. Vielleicht, oder? Weil Raschna hat einfach Angst vor der Kälte. Ja, also für Winter für mich kommt nicht in Frage. Und wer von beiden macht damals den ersten Schritt? Wer hat mehr Mut? Ich meine, das Risiko für die Raschna nach in die Schweiz zu kommen, war kleiner als für mich nach Indien, oder? Meinst du? Nicht? Was? No, we just sit down. No, it's too close. No, please. So, hier ist die Antwort. Sie haben Ja gesagt und Wort gehalten. Und das Ja spürt man bei diesen beiden heute noch in jedem Moment. Für mich, ich meine, wie ganz glücklich, dass ich ihn gefunden habe und das Leben, das wir hatten. Ich könnte kein anderes Leben wünschen, sozusagen. So, der Beichtvater. Nein, also wir sind jetzt nicht so die wirklich so mit Teddybärli und Röseli und so. Nein, wir machen das irgendwie anders. Wir haben auch Romantik, aber halt nicht so, nie so Romantik irgendwie, finde ich.